So, Tag zusammen. Ich werde des Öfteren mal gefragt, in der Art wie, hey, meine Vocalaufnahmen sind irgendwie nicht so, wie ich sie gerne hätte. Würde es was bringen, wenn ich mir ein Preamp kaufe? Und dann denke ich mir immer, ja, Preamp, sicherlich färbt ein Preamp den Sound, aber wenn du mit deiner Aufnahme unzufrieden bist, dann denke ich, dass da wesentlich andere Faktoren wesentlich mehr Verbesserung bringen würden als ein neuer Preamp. Und das sage ich immer so schön daher, aber tatsächlich habe ich es nie wirklich ausprobiert, wie denn eine Aufnahme mit und ohne Preamp sich unterscheidet. Und das ist genau das, was wir jetzt machen wollen. Ich nehme für den Vergleich wieder unser altbewährtes Yeti-Mikrofon von Blue, einfach nur aus dem Grund, weil es hier unten direkt ein Splitterkabel hat, wo ich das Signal auf zwei XLR-Leitungen aufsplitten kann. Das Mikrofon hat einen Stereo-Modus, ich benutze es aber jetzt nur in Niere, was bedeutet, dass das Signal eben hier unten in zwei gleiche Signale aufgesplittet wird. Und das macht den Vergleich auf jeden Fall einfacher, weil wir dann dieselbe Aufnahme vergleichen und nicht zwei verschiedene Takes. Okay, wie gesagt, das Signal wird hier gesplittet, landet dann hier auf dem Boden und dort gehen dann zwei Kabel Richtung Rack. Eins geht hier dann direkt hoch in den zweiten Preamp-Eingang der Studio 192. Und das andere Kabel geht hier hinten ins Rack rein und landet dann auf dem zweiten Eingang des TLA Valve Classic Preamps. Und hier ist Kompression ausgeschalten und auch kein Low Cut drin. Das rote Lichtchen bedeutet einfach nur, dass wir hier Phantomspeisung geben. Das heißt, in diesem Preamp passiert nichts außer Preamping. Keine Kompression, kein EQ. Und hier, da passiert sowieso nichts. Also ich könnte DSP-mäßig könnte ich hier was machen, aber auch die DSP arbeitet nicht in dem Fall. Ist einfach nur ein reiner Preamp und weiter passiert da nichts. Okay, in Studio One sieht das folgendermaßen aus. Ich habe hier einfach nur zwei Spuren. Die eine Spur bekommt den Input über den Eingang, über den ich gerade rede. Deswegen nennt sich das YT Talk Input. Da stecke ich aber gleich das andere Mikrofon drauf und gain das ein. Und auf den zweiten Kanal kommt der TLA C1 Preamp von der rechten Seite und die nehme ich dann quasi zeitgleich auf mit nur einem Take und dann gucken wir uns die ganze Sache mal genau an. Was ein Glück für uns, weil nämlich die Lilove hier durch Zufall mal vorbeigestartet ist und die wird uns dann hier was zum Besten geben, was wir uns dann anhören dürfen und vergleichen werden. So, bleibt nicht mehr viel zu tun, als einfach hier auf die beiden scharf geschalteten Spuren aufzunehmen. Passiert jetzt. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Okay, hier sind unsere zwei Aufnahmen. Wir hören ganz kurz mal rein. Hit the road, Jack, and don't you... Wir haben jetzt beide gleichzeitig angehabt und es ist trotzdem ein bisschen leiser, also gebe ich hier mal auf jeden Fall plus 6 und dann noch was drauf. Sagen wir irgendwas mit 8 Dezibel drauf, dann sieht das hier auch gut aus. Und jetzt könnten wir hier einfach Solo machen und dann vielleicht mit den Pfeiltasten links, rechts hin und her switchen. Was dann aber passiert ist, dass es immer beim Switchen einen kleinen Knackser gibt und das stört beim Vergleichen. Deswegen habe ich mir überlegt, ich packe in jedes dieser Kanäle ein Compare-Plugin rein und lasse dieses Plugin die erste Quelle generieren und dieses Plugin die zweite Quelle. Und hier in diesem Plugin greife ich mir dann die erste und die zweite Quelle wieder ab. Und hier, wenn ich switche, da gibt es kein Knacksen, das ist ein super schöner Übergang. Dann werden wir das auf jeden Fall besser vergleichen können. Zunächst muss ich aber auf jeden Fall sicherstellen, dass die Lautstärke dieser beiden Aufnahmen komplett gleich ist, weil sobald eine ein bisschen lauter ist, hat man das Gefühl, die ist besser als die andere. Und das mache ich jetzt mit einem Mix-Tool, indem ich hier die Phase drehe. Machen wir mal an. Phase gedreht. Wenn das an ist, ist die Phase gedreht. Und dann werde ich zu diesem Take den hier hinzumischen und dann sollte der Take immer leiser werden, sofern er denn zumindest timingmäßig gut gleich aufgenommen ist. Was aber ist, ich habe schon getestet, die Aufnahmen sind sehr ähnlich, sodass das auf jeden Fall funktioniert mit dieser Technik. Und an der leisesten Stelle, da lasse ich den Fader stehen und dann kann man sagen, okay, an der größten Auslöschung sind beide Spuren am gleichesten laut. Und dann, wenn man zwischen den beiden Spuren hin und her switcht, sollte man die gleiche Lautstärke von jeder Spur erhalten. Okay, wir machen das kurz. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Irgendwo hier, denke ich. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more.
Alles klar, hier würde ich sagen, haben wir die größte Auslöschung. Dann brauche ich dieses Plugin nicht mehr. Und jetzt hören wir einfach mal in die Aufnahme rein. Wie gesagt, die erste Spur ist die Aufnahme, die direkt in den Preamp der Soundkarte reinging. Und das ist die Aufnahme, die zuerst durch einen über 1000 Euro teuren Preamp gegangen ist und dann erst in die Soundkarte rein. Und dafür mache ich, wie gesagt, jetzt das M-Compare-Plugin hier überall mal an. Und nur noch mal zur Vergewisserung. Wenn ich hier auf Source 1 gehe und mache das hier aus, sollten wir nichts mehr hören, richtig? Okay. Hit the road back. Back no more. Und dann auf Source 2 ist das hier. Hit the road back. Okay, also ihr glaubt mir, wir hören hier zwei verschiedene Aufnahmen. Ich lasse jetzt erstmal den kompletten Loop durchlaufen. Erst ohne teuren Preamp und dann mit teuren Preamp. Und wir hören einfach mal, was wir hören. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the. Okay, das waren jetzt auf jeden Fall mal die zwei Aufnahmen. Jetzt würde ich sagen, wir machen einen Loop, einen relativ kurzen, damit unser Hörgedächtnis nicht allzu sehr strapaziert wird. Und jetzt switche ich auch mal hin und her und dann hören wir vielleicht ein bisschen mehr Unterschied. Okay. Es ist wohl ein kleiner Unterschied da, es muss ja auch einer sein, weil sonst hätten wir ja hier die komplette Auslöschung bekommen bei dem Phasendreher-Ding. Aber ganz ehrlich, 1000 Euro Unterschied? Also ich würde sagen, ich hatte Gott sei Dank mit meiner Empfehlung recht die letzten Jahre, dass wenn eine Aufnahme qualitativ nicht zufriedenstellend ist, dann wird sie nicht plötzlich von mies zu mega gut nur durch einen anderen Preamp. Das wird nicht passieren. Okay, wenn also Preamps nicht wirklich den krassesten Einfluss darauf haben, wie gut eine Aufnahme klingt, was genau wären denn dann Faktoren, die wirklich großen Einfluss darauf haben, wie eine Aufnahme klingt? Oh, gute Frage, hör mal. Meiner Meinung nach hat die Performance und die Stimme den größten Einfluss auf eine gute Aufnahme. Es ist ein Unterschied, wenn ich sage, ey, hört mir doch mal zu! Oder wenn ich sage, hey, hört mir doch mal zu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mit den beiden Aufnahmen gerade ein Nulling-Test in irgendeiner Form möglich ist, weil da sind wirkliche Unterschiede dazwischen. Also ein Unterschied zwischen zwei Takes ist so viel mehr als ein Unterschied zwischen zwei Preamps. Nächstgrößerer Faktor ist Besprechungsabstand oder Mikrofondisziplin vielleicht sogar. Also es macht einen Unterschied, wenn ich sage, hey, was geht ab? Oder hey, was geht ab? Das klingt sehr viel anders. Oder wenn ich sage, hey, was geht ab? Oder hey, was geht ab? Oder hey, was geht ab? Oder wenn ich dann keine Disziplin habe und sage, hey, was geht ab? Ein anderer entscheidender Faktor ist, wo steht das Mikrofon im Raum, beziehungsweise in welchem Raum steht das Mikrofon überhaupt? Jeder Raum klingt anders und tatsächlich innerhalb des einen Raums klingt er dann auch nochmal komplett unterschiedlich. Hier klingt das Mikrofon so und hier klingt das Mikrofon so. Nächster Faktor und eigentlich der erste Faktor, der ein bisschen was mit Geld zu tun hat vielleicht, ist die Mikrofonauswahl. Dieses Mikrofon mit meiner Stimme klingt so. Das Teil macht aus meiner Stimme das hier. Und das hier müsste preislich gesehen ungefähr fünfmal so gut klingen. Lange Story kurz, jeder dieser genannten Punkte hat wesentlich mehr Einfluss auf die Aufnahmequalität als der Wechsel eines Preamps. Wenn man an sich mit seinen Aufnahmen schon wirklich sehr zufrieden ist, man möchte allerdings ein bisschen vielleicht mit Klangfarben oder sowas experimentieren, anderer Preamp, coole Sache, warum nicht? Wenn man aber insgesamt sehr unzufrieden oder in gewisser Form unzufrieden ist mit seiner Aufnahme, dann wird der Preamp vermutlich nicht die Rettung sein, sondern eher, wie gesagt, die Punkte, die ich gerade vielleicht gezeigt habe. Deswegen erstmal rumexperimentieren, bevor man vielleicht nutzlos tief in die Tasche greift für irgendwas, was dann vielleicht so viel nur bringt. Ich wünsche euch was.